Kapitänleutnant Mielke, ich melde mich mit Wirkung von heute versetzt von der U-Boot-Flottille Kiel zur Versorgungsschule Sylt. Sie mochten sich nicht. Und da ihm bei den U-Booten keine Karriere blühte, hat er der Versetzung nach Sylt zugestimmt. Das schrille Klingeln hatte perfekt in seinen Traum gepasst. Es war 3 Uhr morgens. Mielke brauchte einige Sekunden, um zu realisieren, dass es nicht nur in seinem Traum klingelte. Man hat eine Leiche am Strand südlich des Lister Hafens gefunden. Sagen Sie mal, Kapitänleutnant Mielke, sind Sie nicht ganz bei Trost? Sie schneien hier herein und sagen mir, dass Springer vielleicht ein Spion war? Die Sache mit der Krähe, die keiner anderen ein Auge haushackt, scheint wirklich für die Marine zu gelten.